Leber wird jetzt einmal ordentlich gewaschen, gereinigt. Von Fett und Sehnen wird diese nun befreit. Und somit möchte ich euch herzlichst begrüßen auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich mit euch eine Hühnerleberpastete oder Hühnerleberparfait, wie auch immer, zubereiten. So, diese ist nun gut gereinigt und eben von diesen Sehnen und Hautstückeln befreit worden. Eine Pfanne mit Butter haben wir schon vorbereitet. Die Butter wird jetzt zerlassen und da drin werden wir jetzt die Leber kurz anbraten. Ihr könnt auch Butterschmalz dazu verwenden und gießen diese mit einem Schluck Madeira auf. Gebt noch einen Schluck Cognac dazu hinein. Und lassen das Ganze etwas einkochen. Die gut angebratene Leber gebe ich nun in ein Mixgerät, in einen Cutter. Gebe nun auch löffelweise die Butter hinein, also nicht alles auf einmal. Verschließe das einmal und püriere diese mal. Gebe ich wieder Butter dazu. Nun kommt das vorbereitete Bökelsalz hinein. Und etwas vom Balsamico Essigcreme. Pfeffer kommt noch dazu. Und das Ganze werden wir wiederum durchmischen. Inzwischen werden wir auch noch die Sahne heiß machen. So, die ist jetzt auch schon fast am Kochen. Die können wir jetzt einmal wieder abschalten. Nachdem die Sahne etwas überkühlt worden ist, also nicht ganz heiß hineinleeren, werden wir es jetzt zur Pastete oder zur Creme sozusagen dazugeben. Und diese gut untermengen. So, ich glaube, das ist jetzt schon ausreichend. Cremig ist es. Nun alles durch ein Sieb streichen. So, nun ist auch das Restliche fast durchpassiert. So, nun ist auch das durch. Wir putzen noch unser Sieb aus. Und nachdem ihr sie noch einmal gekostet habt, eventuell noch nachgesalzen habt, kommt natürlich auf euren Geschmack drauf an, können wir diese Pastete in diverse Gläser abfüllen. Am besten gut verschließbare. Das werden wir jetzt auch machen. Gläser nun gut verschließen und diese am besten über Nacht in den Kühlschrank stellen und erst am nächsten Tag servieren.
Ja, das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen. Ja, ihr habt es gesehen, das ist keine Hexerei und es wird euch wunderbar schmecken. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder.